Moin Leute und herzlich willkommen zum Hacken mit Pat. Heute wollen wir uns mit Nmap beschäftigen. Nmap sollte jemand, der zumindest im Hacking oder Testing unterwegs ist, was sagen. Nmap ist ein Portscanner. Das bedeutet, der scannt eure Ports, ob da irgendwas offen ist, was genau jetzt da gedreht werden kann und was man da jetzt alles machen kann. Und was ihr als erstes braucht, ist, damit ihr das Ganze auch in Python, also automatisiert benutzen könnt. Ich meine, Nmap ist ja schon eine coole Sache. Das gibt es natürlich auch als Kommandozeilentool, aber teilweise hat man natürlich einfach das Problem, man möchte was automatisiert laufen lassen. Sprich, man möchte mehr als nur eine Sache auf einmal laufen lassen. Man möchte vielleicht die Ergebnisse automatisch verwerten und dazu ist natürlich dann Nmap in Python super gut. Weil da kann ich natürlich dann auch direkt weiterarbeiten damit. So, und was wir jetzt hier machen wollen, ist als erstes mal, wir wollen Nmap installieren. Das geht relativ easy, indem wir einfach sagen pip install Python Nmap. Achtung, nur Nmap ist was komplett anderes und nicht so gut. Einfach pip install Python Nmap und schon habt ihr das Ganze. Und dann könnt ihr es importieren, indem ihr schreibt import Nmap. So, easy. Und als allererstes braucht ihr einen Portscanner. Das heißt, ihr schreibt zum Beispiel nm für Nmap ist gleich nmap.portscanner. Und da gibt es jetzt ein paar verschiedene, nämlich einen asynchronen, einen Error, Hosting. Aber wir wollen einfach nur einen ganz normalen Portscanner hier haben und den einfach nur so erstellen. So, jetzt haben wir das Ganze. Jetzt können wir hier sagen, was wir genau scannen wollen. Und dazu können wir jetzt einfach mal als Anfang sozusagen schreiben, nm.scan. So, was wollen wir scannen? Also quasi unser Ziel, sagen wir einfach mal 127.0.0.1. Das wäre der Localhost. Meinen Localhost habe ich jetzt extra angeschalten. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen offenen Port 22, klar, ich habe hab SSH an erstmal. Wir haben Port 80 offen und Port 443 ist auch offen, damit ich auch sozusagen meine Webseite aufrufen kann und alles. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wir wollen folgende Ports scannen. Das sind im Endeffekt genau dieselben Befehle wie beim normalen Nmap auch. Ihr könnt Port Ranges angeben. Das bedeutet, ihr gebt nicht an 22, 80, 443 und so weiter und so fort, sondern ihr könnt einfach angeben 22 bis, keine Ahnung, zum Beispiel 1000. Und dann werden alle Ports von 22 bis 1000 einschließlich gescannt. Wunderbar. So, jetzt können wir eigentlich schon hergehen und das Ganze starten. Und das können wir auch durchlaufen lassen. Das Problem ist, wir werden am Ende einfach nichts als Ausgabe bekommen. Sprich, was wir brauchen, ist natürlich ein Print-Befehl. So, und da wird euch was auffallen. Vor kurzem habe ich ein Video zu JSON gemacht in der normalen Python-Playlist, weil JSON eigentlich nicht wirklich was mit Hacking zu tun hat direkt. Und ich würde euch da einfach bitten, damit zu arbeiten. Wir werden jetzt hier gerade mal kurz das Ganze scannen. Das dauert ein bisschen. Kümmert euch bitte nicht um das hier. Das ist noch von einem anderen Video. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen größer. Und unser Ergebnis ist langsam mal fällig, würde ich mal sagen. Hier ist es. So, Nmap Command Line, das ist das, was ihr sozusagen eingegeben habt. Hier die Port Range, das ist der Host. Und dann haben wir hier Scan Info, TCP Method Connect, Services 22 bis 1000, das sind nochmal die Ports. Das ist ganz normales JSON-Format und nicht wirklich interessant für euch jetzt hier. Aber was vielleicht interessant wird, ist hier hinten dann ein bisschen. Genau, hier TCP 22 State Open. Das heißt, wir haben auf Port 22 was Offenes. Das heißt, wir können hier auch sagen, okay, Port 22 ist offen. So, und was wir jetzt hier haben, ist als Begründung, wir haben hier einen Syn-Arg, also das Nmap-Modul sagt euch dann auch, warum das ganze Ding als offen akzeptiert wird sozusagen oder warum es denkt, dass Port 22 offen ist. Der Grund dafür ist einfach, es hat ein Syn-Arg stattgefunden. Das bedeutet so viel wie, das ist ein vollständiger TCP-Handshake gewesen. Dazu würde ich euch dann wiederum meine Netzwerktechnik-Serie empfehlen, die in Kürze beginnt. Das bedeutet, eine Verbindung wurde mit Port 22 hergestellt. Und hier nochmal der Name, für was Port 22 normalerweise verwendet wurde. Hier sehen wir auch, was genau verwendet wurde. Also OpenSSH läuft bei mir, die Version 7.5 läuft bei mir, Protokollversion 2.0. Und dann sehen wir hier sogar noch mehr Informationen, mit denen ich gerade auch nichts anfangen kann. So, dann haben wir hier Port 80 auch offen.
weil auch wieder eine Verbindung hergestellt wurde. SYN-ACK bedeutet Verbindung hergestellt, also Handshake hat stattgefunden, auch wieder über TCP. Name HTTP, das bedeutet, das ist ganz normal eben die Website-Verbindung. Product Patch HTTPD, das ist der Daemon, den ich verwende. Sprich, das ist mein lokaler Webserver, den ich hier verwende. Klar, auf meiner Website läuft was anderes, aber ich habe mich hier für was easy entschieden. Hier ist die Version von meinem Webserver, den ich gerade habe. Dann haben wir hier extra Info, Unix OpenSSL, PHP 7.1.1 läuft. Dann haben wir hier sogar Perl, was noch läuft. Die Version davon haben wir, was läuft. Und dann haben wir hier sogar noch Port 443, genau dieselbe Begründung, im Prinzip auch selbes Apache hier. Extra Informationen sind natürlich auch dabei und ja, im Endeffekt genau das. So, dann haben wir auch noch hier einen Port 631, der offen ist. Und das hat mich tatsächlich bei meinem ersten Scan auch ein bisschen verwundert, aber natürlich, was ist da auf Port 631 bei mir? Klar, mein Drucker. Mein Drucker läuft auf Port 631, wusste ich selber nicht, auf welchem Port der tatsächlich ist. Sehen wir hier an CAPS, einmal googeln nach CAPS, sagt mir, dass ich erstens mal falsch gegoogelt habe und zweitens, dass es was mit Druckern zu tun hat. Und dann sehen wir hier auch noch ein bisschen mehr Informationen dazu, Version 2.2. Und all das einfach nur durch so einen Easy-Scan. Alles kein Problem, richtig geile Informationen, die wir da bekommen haben. Und mit denen können wir jetzt theoretisch weiterarbeiten, denn wir haben ja jetzt hier ein JSON-Format. Und ja, damit können wir natürlich jetzt auch noch mehr machen. Wir können aber hier nicht nur einfach Scan durchlaufen lassen, sondern wir können auch noch ein bisschen mehr sagen. Wir können nämlich auch hergehen und sagen, wir wollen zum Beispiel, ich mache das hier mal gerade weg, damit es ein bisschen schneller geht, nm.commandline. Das bedeutet so viel wie, die können wir natürlich hier auch ausgeben. Das liefert mir direkt diese Commandline. Das heißt, wir brauchen überhaupt kein JSON oder sowas, um das hier auslesen. Klar, geht mit JSON auch, weil da ist dann einfach alles drin in dem Scan. Hier können wir aber direkt auslesen, was für die Commandline theoretisch ausgegeben wurde. Wir können auch dann Scan-Info rauslesen. Das wäre dann der Teil hier, Scan-Info, indem wir hier einfach die Funktion Scan-Info rauslesen. Scan-Info. So, das wäre das. Und wir können auch All Hosts auslesen. Funktioniert genauso. So, jetzt haben wir natürlich hier diesen Host. Das heißt, wir können auch noch mehr drauf zugreifen. Wir können ja auch einfach sagen, nmap. Und das ist auch gleichzeitig wieder als Array möglich. Indem wir hier einfach sagen, ich hätte ganz gerne Zugriff auf 127.0.0.1. Und dann können wir hier auch sagen, .hostname. Kann ich auch mal ausgeben. Print. So. Wollen wir auch mal ausgeben hier. Achso, natürlich. Das geht natürlich nur, wenn ich hier auch schon den Scan ausgeführt habe. Also das liefert mir dann den Hostname zurück. Sozusagen im Prinzip einen JSON für euch. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, mit dem Scan tatsächlich von Hand aus zu arbeiten. Ich mache das gerade nochmal hier zurück. So, das hier. Einfach mit diesem Ding arbeiten. Da ist alles dabei, was ihr haben wollt. Und man kann da sofort damit arbeiten. Wenn ihr es in einem anderen Format haben wollt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach als CSV ausgeben. Also als Comma Separated Values. Das heißt einfach Print und dann nm.cv. Und damit könnt ihr dann auch weiterarbeiten. Das heißt, hier könnt ihr automatisiert irgendwelche Scan-Berichte ausgeben, entweder als JSON-Format oder als Comma Separated Values. Und sieht dann folgendermaßen aus. Ich hätte vielleicht die Port-Range ein bisschen kleiner wählen sollen. Sorry, dauert gerade ein bisschen. Aber ja, so funktioniert nmap für Python. Und damit kann man jetzt natürlich sehr, sehr viel automatisiert arbeiten. Hier sehen wir die ganzen Informationen auch. Und ja, das ist es soweit. Von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit ein bisschen was machen. Und nochmal kurz der Disclaimer. Hinterher dürfte eigentlich klar sein, haben wir auch schon 100 Mal hier gehabt. Aber ihr dürft das Ganze nur auf eigene Dienste, Webseiten und so weiter und so fort anwenden. Ansonsten braucht ihr eine schriftliche Genehmigung dafür, dass ihr sowas machen dürft. Okay, aber ja, habe ich eigentlich in jedem Video bisher auch schon 100 Mal gesagt. Und so sieht's aus. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Und liken und teilen. Und Forum gibt's natürlich auch. Soll ich auch immer wieder darauf hinweisen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mich natürlich auch gerne per Spende oder sonst irgendwas unterstützen. Links alle in der Beschreibung drin. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.